Oh Mann. Ja, war doch aufregend. Und aufregend geht's gleich weiter. Denn wir haben jetzt noch ein Quest auf dem Weg zur Zuflucht. Ja, da müsste aktiv sein eigentlich. So, und wir werden jetzt, sorry, wir werden jetzt auf dem Weg. Uff. Ja, ich renne wieder so rum wie vorhin. Obwohl Labyrinthian könnte schneller gehen. Nee, auch nicht wirklich. Ach, ist völlig egal wie rum. Gut. Ja, das war doch wieder mal eine aufregende Aufnahmesession. Wir haben viel erlebt. Ich habe viel Blödsinn geredet. Ja. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Und was würde mir das bringen? Wesentlich leichter ausrauben. Ich denke, du wolltest mich ausrauben. Du laufst doch nicht weg. Tja, also so funktioniert Ausrauben aber nicht. Das habe ich anders gelernt. So, also wo der Pfeil wieder abgeblieben ist oder beziehungsweise der Bolzen. Ich habe den bestimmt wieder sonst wohin geschossen. Nee, ich finde den nicht. Toll. Hat sich Telekinese ja richtig gelohnt. Naja, was soll's. Was? Noch ein Drache? Ich dachte, den da oben haben wir schon geholt. Boah. Oben zu der Wortwand ist ein neuer Drache gezogen. Da oben waren wir. Nee, wartet mal. Nee, das ist eine andere. Okay, ich nehme es zurück. Da oben waren wir noch nicht. Ich überlege gerade, wie wir da raufgekommen sind. Oder wie wir drauf kommen, besser gesagt, weil wir sind ja noch nicht da oben gewesen. Sondern ich mal in einem früheren Let's Play und ich weiß nur noch, dass wir irgendwo durch eine Höhle durch mussten. Irgendeine Passage. So, ich wollte jetzt nicht durchs Wasser laufen, weil dann frieren wir wieder. So, vorsichtshalber, nicht dass wir jetzt noch hier diese Vampirkrankheit haben. Das war jetzt aber Zufall.
Aber das mache ich jetzt trotzdem, wie gesagt, wegen der Vampirkrankheit. Ich weiß immer nicht, wie die heißt. Ich vergesse den Namen immer wieder. Hey! Na komm, Dicker, wo bist du? So, weiter geht's. Bin ich jetzt doof? Hier ist ein Lager in der Nähe. Hier ist eine Pass... Nee, doch. Ich glaube, hier müssen wir rein. Hier ist ja kein Eingang. Hä? Hier ist der Eingang. Ich glaube, so geht's nach oben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, sieht ganz gut aus. Hier teilweise nicht mehr sehen, das ist Wahnsinn. Und ihr seht das ja immer oben links, wann der wie viel Schaden wir halt machen und so weiter. Oder steht dann immer wieder 2,5-facher und so weiter gegen Höhlenbär oder gegen sonst wen. Es ist schon... Hier bist du schon leicht angefrostet. Ja, würde ich so sagen. So, und deswegen, also als Schleichcharakter hat man es im Spiel für einen Überraschungsangriff immer einfacher. So, wenn man jetzt hier hau drauf sein will, Rambo-Style, dann braucht man schon eine richtig krasse Rüstung. Hä? Geht's hier nicht raus? Ach, ich dachte, das wäre jetzt der Pfad hier durch den Berg. Nee. So eine Scheiße. Na dann weiter. Dann müssen wir doch noch mal weiter. Das hier ist... Gut. Wie kommen wir jetzt da nach oben?
Das hier ist ja wohl nicht das Rätsels Lösung. Ah, vor allem das Schöne ist, von hier sind wir gerade erst gekommen, glaube ich. Ja. Mist. Sind wir da völlig umsonst lang gelaufen. Haben völlig umsonst die ganzen Bären getötet. Ja, nicht ganz umsonst. Wir haben ein paar Pelze, wir haben ein paar Seelen bekommen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall geht's nach oben. Das ist die richtige Richtung. So, müssen wir rumgucken, ob hier was liegt, weil ich habe schon in diversen Lagern was gefunden. Das dürfen wir sogar mitnehmen. Dann nehmen wir es. Oh, schön. Hast du einen Troll getötet? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Dürfen wir mitnehmen? Dürfen wir mitnehmen? Orkischer Dolch. Naja, was soll's, umsonst nehme ich alles. Ich mag die orkischen Waffen hier nicht so gerne. Auch die Rüstung, ich finde die richtig hässlich. Aber was soll man machen? Das hat sich mal einer ausgedacht und es so erstellt. Gibt es bestimmt genug andere, die die Nordrüstung nicht mögen. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Oh! Och Gott, Leute! Ich muss dich irgendwo Sicherheit bringen. Oh, da hat die aber gut gewütet. Gucken, ob der hier landet oder so. Boah! Fuck! Nee, ich mach erst mal. Aber kurz in Deckung kriegen. Du Mistvieh! Wo bist du? Wieder hier!
bist du? Okay, der landet hier immer mal wieder. Hier ist auch genug Platz. So, speichern. Drei und drei. Oh, Gott sei Dank. Hand entwaffnen. Ja, ich sag ja, es ist doch ein wenig Action hin und wieder drin. Die Drachen werden jetzt doch langsam ein klein wenig stärker. Oh Mann. Hier kann man irgendwo trotzdem, war hier noch eine Passage, wo man durch konnte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber das müsste eigentlich jetzt das gewesen sein. Waren ja eigentlich bei allen Drachen Felsen und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe viele von den Quests kenne ich noch, aber einige halt nicht mehr. Ich merke es gerade. Und ich würde mal sagen, wir gehen normal die Treppe runter. Und ich werde noch mal gucken, ob ich jetzt irgendwo noch die andere Passage finde. Wo geht's denn hier jetzt runter? Dann nehmen wir die hier. Seht ihr? Wir hätten hier fast was übersehen. Hier ist nix. Da ist noch ein Troll. Hier geht's auch noch mal hoch. Genau, das sieht nämlich auch nach einem Weg aus. So, wir müssen eigentlich in die Richtung, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin,
Gucken wir uns noch das Haus hier an. Drelas Hütte? Sagt mir gar nichts. Dann gucken wir doch mal rein. Du hast mich angegriffen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das sagt mir hier gerade überhaupt nichts. Ist alles gestohlen. Also ich würde alles stehlen, wenn ich es mitnehme. Wir haben es schon gelesen. Griffi von Barensia. Die ganzen tollen Sachen hier drinne würde ich alle stehlen. Nee, das lassen wir jetzt mal, weil ich habe jetzt momentan nicht wirklich Bock darauf, jetzt noch weiter Diebesgilde zu machen. Und jetzt meine eine Truhe da jetzt mit noch mehr Ramsch voll zu werfen. Ich sag, da müsste jetzt auf dem Marker sein. Und ich würde sagen, wir machen hier mal kurz eine Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. In Drelas Hütte. Und draußen scheint es zu regnen. Hattet ihr eben auch den Blitz in der Glasscheibe gesehen? Ja, ist das super. Ich liebe es. Ich liebe diese ganzen Mods. Ups. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Ach, ich hasse Regen. Also wir hätten jetzt Regen hier real gebrauchen können, weil bei uns ist das ganze Gras abgebrannt. Es ist alles braun hier, wir haben kein grünes Gras mehr. Aber wie gesagt, das würde ich wirklich gerne in echt können. Wir haben ja auch schon gesehen, obwohl es wolkenloser Himmel heißt, kann man damit auch wieder den Regen anfachen. Und das ist natürlich etwas, was ich wirklich gerne real könnte. Die Drachenschreie, es ist wirklich gut. So, wollen wir weiter. Müssen mal in die Richtung da hinten, da leuchtet irgendwas. Oh, nee, keine Sorge, dich jag ich nicht. Man muss ja nicht alles töten, was hier rumrennt. Vor allem, wir leiden keinen Hunger, also brauchen wir auch kein Reh oder Hirsch oder Elch jagen.
Oh Gott! Leute, ich habe gerade andere Probleme. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mir ein bisschen Hilfe holen. Los, fass ihn! Du, von deinem Mundgeruch wird mir schlecht. Was jagt der denn jetzt? Was ist gerade hier? Hast Mundgeruch! Oh, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Drei und drei. Oh Gott. O Talos. Oh toll, von dem ist nur ein Kiefer und die Augen geblieben. So, und ich bin gerade überladen. Ah. Ja, hätte ich eigentlich auch im Haus machen können. Ich muss mal ganz kurz ausladen. Bis gleich. Ja, ich weiß, ich bin doof. So, ich habe ein bisschen ausgeleert und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg zu dem Quest, was auch immer das da hinten ist. Liegen ja noch ein paar Höhlen auf dem Weg. Da sind wieder Viecher. Oh. Das ist irgendwie eine Höhle. Schwindlernest. Ach. Ist das aber eine Überraschung? Findest du? Ach Gott, dass der immer. So eine Verzögerung hat.
Hier müssen wir irgendwann mal hin für einen Quest in Weißlauf. Deswegen mache ich jetzt nicht wirklich weiter. Das ist eigentlich ein Quest, den man ganz am Anfang spielt, weil eigentlich macht man erstmal im Weißlauf so ein bisschen was, um ein paar Quests zu erledigen. Aber wir sind ja gleich weitergezogen. Der Bettler. Keine sehr dolle Ausbeute hier. Na komm, lass mich hoch hier. So. Mich jetzt schon wieder. Ich würde sagen, da hinten ist ein Riesenlager. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Was soll das denn? Ich dachte doch, hier hat mich irgendein Zweigling oder sowas markiert. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da unten hin. Wir speichern mal.